Hallo, mein Name ist Andreas Klotz von Hoge d'Agrar und ich werde nun über Kultur sprechen, der auch bei Kindern sehr beliebt ist zum Naschen, und zwar sind es die Erdbeeren. Ich möchte nun beginnen mit den Herbiziden. Bei den Herbiziden ist es so, dass im Frühjahr empfehlen wir euch, dass ihr für allgemeine Verunkrautung 2 Liter von Goldix Gold verwendet. Das, kurz bodenmittelig und das mit 0,3 Liter Starisoxaben kombiniert. Vor allem bei schweren Böden ist das die ideale Aufwandmenge. Bei eher leichteren Böden kann es auch Isoxaben reduzieren. Bei etwas günstiger Form möchte, kann auch 1,4 Liter vom Spektrum Dimethamid kombinieren mit 0,7 Liter vom Stomp, das sehr breit wirksam ist. Brauchst du allerdings auch wieder eine Bodenfeuchte, damit die Mischung hervorragend wirken kann. Ja, wer Gräser bekämpfen möchte, der kann das auch später über Blattwirkung bekämpfen mit einem Gräsermittel, wie zum Beispiel dem Agil 100, das mit 0,75 Litern gemeinsam mit einem Öl gemischt ausgebracht wird. Für die allgemeine Verunkrautung im Herbst, da ist es empfohlen, 2 Liter Stomp Aqua einzusetzen, bei Befall von Vogelmiere das zu ergänzen mit 0,75 Careflow. Ja, nach dem Fräsen ist es empfohlen, über den Boden 2 Liter Goldix Gold einzusetzen. Ja, auf der Frost ist ein sehr wichtiger Punkt bei den Erdbeeren, denn natürlich über die Blüte in der kalten Phase sehr sensibel sein. Dort empfehlen wir euch, da die Wetterprognosen heutzutage sehr genau sein, bereits 3 bis 7 Tage vor einem erwarteten Frostereignis mit 75 ml Ebene extra zu fahren. Das kann auch gerne in einer Mischung sein. Bitte gebt eine gute Aminosäure wie 1 Liter Natural Crop dazu. Und wiederholt diese Fahrt 1 bis 2 Tage vor dem Frost und unbedingt unmittelbar nach dem Frost das auch nochmal Behandlung macht. So könnt ihr euch da bis -4 Grad und zertifiziert und in Versuchung sogar bis -6 Grad da deutlich viele Früchte retten. Ja, echter Mehltau, da gibt es das Starbenconazol, eine günstige Variante mit 0,5 Liter ab Befallsbeginn oder sonst das Flint mit 0,3 Kilogramm. Flint haben wir schon angesprochen, dann kommen wir zum Kontaktmittel gegen Botrytis, das ist das Scala. Das Scala hat Sprint sehr günstig auf der Preisliste, Standardaufwandmenge ist da 2 Liter. Wer dann auch neben der Kontaktwirkung eine lokalsystemische Wirkung haben möchte, der kann 1,2 Kilogramm Camui verwenden. Signum ist auch so ein Spezialmittel in der Erdbeere auf Botrytis, aber auch mit anderer Zulassung auf Flecken zum Beispiel. Und das ist systemisch und lokalsystemisch und hat eine sehr gute Wirkung. Bis zu 1,8 Kilogramm kann man das einsetzen. Nun, das Sensation gegen den Grauschimmel, natürlich auch möglich, das eine sehr gute Nebenwirkung auf dem Mehltau hat. Mit 0,8 Litern werden es eingesetzt. Switch ist wahrscheinlich weiterhin das stärkste Produkt, hat eine systemische und eine Kontaktwirkung und wird mit 1 Kilogramm eingesetzt. Bitte schaut in der Erdbeere, dass ihr Wirkstoffe wechselt und keine Wirkstoffgruppe sehr stark belastet. Für die Pflanzengesundheit könnt ihr 4 Liter Plantonic einsetzen, immer vorbeugen, bevor die Pflanze gesund wird. Das ist die Basis der Pflanzengesundheit. Bitte nicht dann spritzen, wenn gerade die Hauptblütezeit ist und alle Blüten geöffnet sind. Euer Botrifant hat eine Wirkung auf Verdrängung der Schrotpilze, das vor allem auf Botrytis interessant ist in der Erdbeere. Und das Bauer-Tonic, die heilende Wirkung gegen Ende, Entschuldigung, gegen Ende hin der Kultur.
Wurzel- und Bodengesundheit, du kennst über die Fertigation des Soltonic E geben mit 7 Litern für die Gesundheit im Boden und auch der Wurzelentwicklung. Benergetik B Boden auf vor dem Anbau am besten oder vor Kulturbeginn auf den Boden ausbringen, damit nützliche Bodenorganismen aktiviert werden und ein besserer Boden vorhanden ist. Ähnlich Salus Micro, 2 Liter Bakterien plus 1 Liter Pilz. Das natürliche Pilze und Bakterien gibt, die dann im Boden arbeiten, Stickstoff aus der Luft gewinnen können, aber auch eventuelle Pflanzenreste abbauen können, die auf dem Boden sein. Und dies und sozusagen Schadpilze die Ernährung wegzunehmen und die Pflanze auch so indirekt gesund zu halten. Am besten wendet das Salus Mikro im Herbst an, sodass diese Bakterien und Pilze lange Zeit haben, bis dann die Erdbeere Früchte hat, um zu wirken. Und leicht im Boden einarbeiten, ist da wichtig. Ja, die Insektizide, da fällt leider das Biscaya weg, da gibt es das Carotid C und das ist ein Ersatz, ist feigen und beißende und saugende Insekten, leider nicht auf dem Blütenstecher. Den Blütenstecher, da kannst du 0,15 Spinter nehmen, ja, dann ätzende Kontaktwirkung, also ist ein Biomittel, das allerdings preislich hoch angesiedelt ist. Das wirkt auch gegen der Kirschessigfliege, wenn der Thema wäre, und auch gegen Raupen. Das Spinter hat keine gute Regenbeständigkeit, das heißt, wird sehr schnell abgewaschen und muss dann erneuert werden, die Spritzung. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg im Erdbeerenanbau, sodass möglichst viele Erdbeeren für die Kinder zum Naschen unter anderem zur Verfügung sind. Gutes Jahr 2021.